Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen wieder zurück in Ostriff. Wir sind im Februar unterwegs. 153 Menschen. Und wir kriegen heute die Taverne. Und ich bin sehr gespannt, wie das aussieht und ob da jemand reingeht. Und ob da auch gleich einer einzieht. Also eine Tavernenfamilie soll da angeblich einziehen, die wir besteuern können. Aber ja gut, soweit ist es noch nicht. Das muss erstmal noch zusammengesetzt werden hier. Los, wo sind die Arbeiter? Achso. Die sind alle hier. Ah, okay. Die sind alle im Förster. Dringend notwendig ist das. Hier haben sie sogar schon Bäume gepflanzt. Wahnsinn! Sehr schön. Deko, so wichtig. Die haben ja alles vollgebaut mit Bäumen. Das ist mir eigentlich noch woanders aufgefallen, dass wir da auch noch Bäume haben wollten. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Hier habe ich überall alles voll gemacht mit Bäumen. Die wachsen sogar schon. Hervorragend. Sehr schön. Wo noch? Ja, hier glaube ich. Genau, am Friedhof. Da habe ich gedacht, da müssen noch Bäume hin. Klar, Friedhof ohne Bäume. Aprikosenbaum, aha. Weiß ich nicht, gibt es keine Eiche? Ach, ich weiß auch nicht. Ein paar Büsche können vielleicht auch nicht schaden. So, jetzt. Förster ist fertig, sehr gut. So. Büsche und Bäume kommen auch noch dahin. Uff. Was ist ein Ash Tree? Ja, keine Ahnung, ist auf jeden Fall recht groß. So. Schon wieder ein Botschafter ist da. Du meine Güte, wir sind die ganze Zeit mit Botschaftern beschäftigt hier. So. Stopp mal erstmal. Förster. Da könnten wir eigentlich die hier rausnehmen. Könnten wir eigentlich machen. Wir nehmen die hier mal raus, tatsächlich. Und basteln die hier rein. Stopp mal, Higher Options. Ja, hier soll gerade mal keiner rein. Die sollen dafür hier rein. Zack. Zack. Gut. Ja, das sind nicht genügend. Da müssen wir warten, bis der zweite auch noch. Da ist er. Gut. Also, jetzt haben wir hier jedenfalls Förster, die alles herstellen. Rinde brauchen wir nicht, weil die Gerberei ist ja gar nicht hier in der Nähe. Also, das passt. Und jetzt werden die dafür sorgen, dass wir müssen. Bisschen den Wald mal lichten hier. Gut, die Taverne ist auch gleich fertig. Was hat man hier? Ein weiteres Warenhaus für Wolle. Sehr gut. Na, wie ist es? Dauert noch. Bisschen. Wir kriegen eine Taverne, ist ja der Wahnsinn. Und ich glaube, um weiterzukommen, müssen wir halt einfach wieder mehr Stadthäuser bauen. Noch mehr. Vielleicht können wir hier noch welche reinquetschen ohne Garten. Oh. Ah, das wird schon. Ah, das wird schon gebaut. Bebaut. Okay. Gut. Hier fast 19. Direkt ans Wasser. Sauber. Sehr gut. Was ist jetzt mit der Kirche? Wollen die vielleicht auch endlich mal irgendwann fertig machen lassen? Ich ziehe mal alles vor. So, jetzt taut's. Der Schnee taut. Gut. Was sagen unsere Badges? Aha. Wird gerade nichts gemacht. Ich bin entsetzt. Wir haben so wenig Rohmaterialien. Was ist denn jetzt mit diesen Schafen hier? Letztes Mal haben wir eine Schafsterberunde gehabt. Die sind alle verdurstet, verhungert. Sehr traurig. Schlachter. Da. Ach, komm an. Der Auszug der Kühe. Ab geht's auf die Weide. Für das restliche Jahr. Ach, wie schön. Ah, es ist nett. Super schön. Okay, genau. Jetzt wurde ich mitten im Satz unterbrochen und weiß nicht, was ich sagen wollte. 20 Schweine haben wir. 600 Salo. Aha, und keiner holt's ab. Das ist aber wenig begeisternd. Wir wollten das ja verkaufen hier. Keiner. Doch, guck mal, da wird's verkauft. Na gut. Okay, geldmäßig geht's uns ganz gut und jetzt müssen wir einfach mal wieder gucken und warten. Hier, die Taverne ist fertig, fast fertig. Macht sie fertig! Na los! Was macht ihr hier mit den Stämmen da? Ach, das ist. Ah, das ist Pfosten zum Pferde dran halten oder sowas. Ah, es geht noch nicht. Wir brauchen mindestens 200 Populationen, also 200 Menschen, 200 Einwohner und wir haben nicht genug Alkohol. Ja, wie? Was? Alkohol?
Alkohol? Haben wir nicht. Gibt's nicht. Wo soll man denn Alkohol herbekommen? Ich habe keine Ahnung, wo wir Alkohol herbekommen sollen. Aus was macht man Alkohol? Aus Kartoffeln? Da macht man Wodka oder was? Ja, dann... Schade. Wir haben eine Taverne und keiner will da rein. Na gut, in der Taverne, klar. In der Taverne muss man Alkohol verkaufen. Bier wäre auch was. Aber ich habe nicht gesehen, dass wir Bier herstellen könnten oder... Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Okay, liebe Leute, ich habe mal eben gegoogelt und anscheinend kann man noch keinen Alkohol herstellen. Wäre auch Met, habe ich dann gelesen. Wir müssen es kaufen anscheinend. Boah, das war los. Oh, das ging jetzt aber schnell. Du, meine Güte, die haben das jetzt zwar im Bruchteil einer kürzesten Zeit hier zusammengebaut. Ist ja unglaublich. So, da kommt jetzt Wolle rein. Und zwar ohne Ende. Machen wir 5000. Ja, ja. So, und wir werden das besetzen lassen, so wie auch hier. Nein, so wie auch hier. Moment mal, hä, wo bin ich denn? So wie auch hier, genau, richtig. Mit Zeiten für Ernte zwischendrin. Gut, es ist halt leider keiner drin. Na gut. Okay, ich würde aber sagen, wir gucken mal hier rein, was die mit dem Alkohol da meinen. Kein Manager im Trading Dock. Ja, okay. Dann können wir es nicht benutzen. Müssen wir einsetzen, aber nur zu gucken, finde ich das jetzt ein bisschen schade. Zumal wir eh noch nicht die Bevölkerungszahl haben, um überhaupt die Taverne zu besetzen. Schade. Schade, schade. Na gut, also dann. Was ist jetzt hier? Gerberei wird gebaut. Es fehlt nur noch Lehm. Alles andere ist schon da. Ist ja der Hammer. Und danach wieder kräftig Häuser. Ja. Oh, hier. Äpfel wachsen. Hast du wieder Kirschen da hinten? Oh, ja. Kirschblüte. Schön. Also, da werden wir auf jeden Fall Kirschen rausbekommen dieses Jahr. Vielleicht haben wir schon welche gehabt. Oh. Also es sind jedenfalls keine da. Gott, ich liebe Kirschen. Ja. So sieht's aus. Stable ist auch auf dem Plan. Also der Stall für die Pferde. Haben wir aber noch nicht. Ein Botschafter ist eingetrudelt. Dann gucken wir mal, was der haben will. Ach, er will Kohle haben. Das freut uns sehr, weil wir so wahnsinnig viel Geld haben, dass wir das eigentlich gar nicht brauchen. Aber gut. Los! Raus mit der Kohle. Us! Die zweite Tannery ist fertig geworden. Sehr schön. Was haben wir hier? Wir können den noch ein bisschen Öl andrehen. 1000 Stück. Immer gerne. Honig. Äpfel, kann man den auch andrehen. 2000 Stück. Puh. Ja, ja, immer gerne. Wir sind spezialisiert auf alles Mögliche. Also, dann gucken wir, dass wir da Äpfel reinmachen. 2000 Stück. Los geht's. Holen Sie Äpfel, bitte. So, unsere zweite Gerberei ist fertig. Und da werden wir, glaube ich, nur Leder herstellen. So, wir machen das jetzt ja ein bisschen kleiner vielleicht. Noch kleiner. Was hatten wir hier? 200? Ja, ich glaube, das war zu viel. War zu hoch vielleicht. Gut. Da fehlt es bloß auf Wasser. Okay. Ich weiß nicht, ob das so klug war, jetzt hier wirklich eine zweite Gerberei hinzustellen. Keine Ahnung. So, also dann. Apply to all. 3 Batches. Gut, also 4 Arbeiter werden benötigt, haben wir aber nicht. Du, meine Güte. Ich glaube, das bindet viel zu viele Arbeitskräfte hier. 8 Stück. Mann, ey. Okay, also sprich, wir brauchen Leute. Da wird ein Haus gebaut. Wunderbar. Ist auch schon alles da. Ist ja unglaublich. Und mehr Häuser. Mehr Häuser. Wir brauchen mehr Häuser. Wir wollen mehr Leute haben. Mehr. Mehr davon. Mehr von allem. Das reicht jetzt alles nicht. Hier können wir noch ein paar hinbauen, weil ja, aber so viele naja, Arbeitsplätze mittlerweile, dass da echt Häuser fehlen, glaube ich. Weil ich die Insel hier vollgestellt habe, ist unfassbar. Komm, da passt noch ein Haus hin. Das reicht uns nicht. So, hier ist überall Heu. Mann, ey.
stehen die armen Häuser so abseits. Das ist mir echt wichtig, dass es das hier alles so ein bisschen kreuz und quer und coach ist. Weil das, finde ich, realistischer wirkt. Ah. So. Also, ein paar Häuser, die keinen Garten haben. Ich hoffe, wir können die Leute auch ernähren. Gut. Okay, das ist jetzt einiges. Du, meine Güte. Ja, danach werden wir wahrscheinlich so auf die 200 kommen, so langsam. 200 Einwohner. Ich hoffe, wir können die alle ernähren, Mensch. Na ja, gut, wird schon werden. Was wir jetzt noch machen könnten, wäre ein weiterer Steg hier. Wir haben jetzt so einen hohen Wasserverbrauch für die beiden Gerbereien, dass wir, glaube ich, echt einen weiteren Steg bräuchten. Oder vielleicht sogar mehrere. So, zur Sicherheit. Die ziehen wir auch vor, natürlich. So. Das Haus wird gebaut. Geh mal hin. Das ist das interessanteste Haus hier auf dem ganzen Ort. Okay, Messenger from Merefa. Ach je, ja, ja. Was wollt ihr noch alle? Sonnenblumen. Öl. Salo wollen die haben. Aha, wir können den Salo verkaufen. Oh! Für 10 Cent. Das ist ja gar nichts. Frechheit. Gut. Egal, wir machen das. So, packen wir das mal hier rein. Was hat er gesagt? Wie viel hat er gesagt? 100? 500! Sogar 500. Okay. Haus ist bald fertig. So, liebe Leute, ein weiteres Haus ist gleich fertig. Dach wird gerade gedeckt. Das merkwürdige Haus hier in der Ecke. Yep, sehr gut. Und sie haben geheiratet. Wie erfreulich. Oh Mann. Ey, oh, glaube ich, ganz vergessen, hier auch irgendwo Feuerholz anzubieten. Ah doch, da haben wir es, ja. Okay. Gut, alles da. Du meine Güte! Es ist kein Holz, Feuerholz mehr da und es, sobald es da ist, wird es auch sofort wieder verkauft. Meine Güte, okay, ich glaube, wir müssen mehr Feuerholz verkaufen. Ja, ich sehe schon. Du, meine Güte. Pork wird auch gleich reserviert. Ah, so gut. Dann einen weiteren Marktstand hier für Feuerholz, oder was? Was tut man nicht alles? Ach Gott, das sieht aber schön aus mit den Bäumen hier. Nett! Sehr schön. Kann man hier eigentlich auch Zäune bauen? Mal gucken, ob wir da Zäune hinbauen könnten. Meine Güte, das ist romantisch hier. So, also. Feuerholz. Und wir verkaufen, glaube ich, hier noch nicht alles, was wir verkaufen könnten. Feuerholz auf jeden Fall rein. Honig und rote Beete haben wir hier. Und da kommen wir noch Kohl und Karotten noch rein. Genau. Das sieht doch gut aus und das werden wir jetzt auch gleich wieder übertragen. Gut, da fehlt nur jetzt gerade jemand. Egal, so, jetzt, was ist mit Zäunen? Ja, Zäune gehen. Ob das was kostet? Geht nicht, aha. Das muss bestimmt jemand hinbauen hier, oder? Ja, das ist wichtig, damit ja keine kleinen Kinder ins Wasser fallen. Ah, da ist er schon, der Zaun. Okay, das macht die Sache noch ein bisschen schöner. Sehr gut. Hier können wir eigentlich gleich noch weitermachen. Was haben wir denn hier für schöne Zäune? Den haben wir schon. Ich habe mir die Zäune noch nie angeguckt. Oh, das sieht ja noch netter aus. Das ist ja richtig schön. Halt, stopp mal. Oh, Mist. Das wollte ich eigentlich wieder weg haben. Ah ja, okay. Kostet nichts, nur einfach eine Deko. Das ist ja toll. Schön gemacht. Ein weiterer Bote ist angekommen. Ach, guck mal, das snappt er sogar an. Ich glaub's nicht, wie schön ist das? Das ist
echt der Hammer. Gut, ich glaube, das ist eigentlich sehr unrealistisch, dass ich hier das Ufer zumache. Ich glaube nicht, dass es so war. Ich denke mal, da war eigentlich eher überall offen, dass man jederzeit zum Fluss hingehen konnte. Ja, also dieser Stelle wirkt es wirklich ein bisschen unlogisch, leider. Eher da, wo der Weg direkt am Wasser lang führt, damit die Leute da nicht aus Versehen reinpurzeln, wenn sie betrunken sind aus der Taverne. Gut, Moment mal, irgendwas ist gerade fertig geworden. Achso, eine Plattform ist fertig geworden. Genau. Ja, den machen wir jetzt wieder weg. Der ist zu hoch. Ich will lieber den anderen Zaun haben. So, gefällt mir das ganz gut. Ja, liebe Leute. Achso, hier. Aus der Kachi. Ganz da hinten kommen die. Wir haben Geld ohne Ende. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ist ja echt der Hammer. Was sollen wir denen anbieten? Ach, wir haben so viel von allem, wir können eigentlich alles verkaufen. 100, ach, das lohnt sich eigentlich gar nicht. Ich ruhe mich hier gerade auf meinen Wohlstand aus, das ist der Hammer. Ich sag mir schon, ach, das lohnt sich nicht. Für 100 Dollar hier irgendwelches Geld, irgendwelche Sachen hier reinzuräumen, das lohnt sich nicht. Ja, gut. Ansonsten merke ich jetzt aber, dass das Spiel so ein bisschen Spannungsbogen verliert, weil wir eigentlich alles gemacht haben. Es geht jetzt eigentlich eher nur noch um immer mehr bauen und handeln für die Sachen, die wir nicht selber herstellen können, zum Beispiel Alkohol am Ende. Ich merke, dass ich hier ganz oft viele Situationen überspringe, weil einfach nicht viel passiert. Ich spiele dann alleine und gucke hier ein bisschen und beobachte da ein bisschen. Und ja, das ist einfach nicht so richtig, es passiert halt einfach nicht mehr so richtig viel. Und ja, deswegen würde ich sagen, Ziel 200 Personen. Das kriegen wir, denke ich, ganz gut hin. Und ja, dann warten wir vielleicht mal ab, wie es mit dem Spiel weitergeht. Also, liebe Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Eure Lucida. Tschüss.